Ja, kenne ich. Na, ziemlich schnell. Wie war das letzte Mal? War es etwas über 100 Tage, 100 Tage oder so noch? Nee, letztes Mal war es 100 Tage noch. Lass dich nicht überraschen da unten. Yvonne. Ja, ich lag gerade die Baumstämme auf. Dann bringe ich ihn zurück. Das wird doch zu langsam. Das dachte ich mir gerade. Guck mal, der Mond. So was. Paar Leute da. Wir sind jetzt mittlerweile Tag 4, ne? Zumindest bald. 5 müssten wir sein. Das ist gut. Ja. Das hilft zumindest mal, um die dritte Tränke zu bauen. Ja. Ja, ist gut. Uns fehlen noch zwei Wände, Leute. Dann haben wir zumindest mal die Grundmauern. Was bist du? Das kommt auf mich zu. Ich hatte mich schon wieder gewundert. Irgendwas kam atmen auf zu. Ich dachte mir nicht, hast du wieder so einen Kollegen da rumrennen. Ja. Eben genau, das ist es. Auf einmal stand hier, der jetzt gerade vor mir stand.
Wagen ist voll. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, mal wieder ein bisschen. Erholen. Baumfeld, Baumfeld. Waffi, Piet, Vorsicht, weg, 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 weg. Geh mal da weg. Ja, da war. Nicht, dass du da mir vom Baum erschlagen bist gerade. Ich glaube, Yvonne hat oder das Fable in den letzten Folgen mit dem Baum. Ja, ja. So zwei, drei Mal. Ich greife mich den Gegner an, konzentriere mich auf den Gegner, auf einmal fällt da jemand einen Baum und ich kriege ihn voll ab. Ja. Auf einmal lagst du. Eine komische Kombination. Auf einmal lagst du da. So. Also zwischendurch speichere ich mal hier so ein bisschen auch die Folgen und alles. Ich bin jetzt mittlerweile Laufe der Folge 3. Ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick. Ich denke so, mit, wenn wir 8, halb 9, wenn wir Bock haben. Vor allem muss ich den, ich will mich die nächste Woche überbrücken, weil ich habe nächste Woche Spätschicht und ich weiß nicht, ob ihr um 11:30 Zeit und Bock habt, noch aufzunehmen, noch ein bisschen zu zocken. Ja, müssen wir gucken. Ich. Ja. Uff. Ja gut, das meine ich, also klar, donnerstags, ich bin halt immer flexibel. Ich schreibe einfach in die Gruppe rein, wer Zeit hat und wer Bock hat. Aber wenn das nur einer ist, ist es auch okay. Dafür habe ich die Gruppe nämlich einfach gestern gemacht, einfach mal sich ein bisschen abzusprechen. Ja, wir sind da relativ flexibel, was das betrifft. So, eigentlich die Grundwände sind fertig. Also theoretisch weiß ich nicht, aber jetzt noch ein bisschen. Ich wollte noch ein zweites Stockwerk bauen, ne? Ja, ich stehe hinter dir und warte eigentlich nur. Weiter, ne? Also was ist das weg? Ja, ist gut. Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, muss auch mal sein, so Spieler. Gut, ich habe auch Minecraft Let's Played, aber nicht lange. Und ich irgendwie macht mir das gerade ein bisschen mehr Spaß als Minecraft. Hilfe. Bevor ich Minecraft, also nichts jetzt gegen die Leute, die Minecraft spielen, aber wenn ich persönlich meine eigene Meinung, bevor ich Minecraft spiele, spiele ich dann lieber ein bisschen Lego. Kann ich genauso kreativ sein. Ja, ich bin Lego-Fan. Ich liebe Lego. Nur habe ich momentan nicht das Geld. Ich habe ein Auge auf Schloss Hogwarts geworfen. Das Ding kostet mal eben an die 500 Euro. Da drüber liegt eigentlich nur noch der Millennium Falcon. Der ist bei 800 Euro. In Leipzig ist ja so ein Lego-Store und der hat die Dinger vorrätig. Nur fehlt mir, wie gesagt, momentan das nötige Kleingeld, um mir so ein Ding mal eben leisten zu können. Ich hätte so Bock drauf. Aber ich habe ja demnächst wahrscheinlich immer so Lego-Technikum und die Bugatti oder so, dann hätte ich irgendwie Bock drauf oder den Porsche oder so. Ich frag gar nicht, wie du da raufgekommen bist. Kreativ sein. Also wir sind ja hier gerade am Bauen und das habe ich in Lego auch immer gerne gemacht. Einfach ein bisschen quatschen und bauen. Und irgendwie machen wir so die letzten Folge auch nichts anderes. Aber es muss auch mal sein. Wenn die richtigen Leute am Start hat, macht das eigentlich relativ Spaß, da geht auch die Zeit gut rum. Vor allem liebe ich halt solche Multiplayer-Let's Plays einfach, weil du kannst halt mit Gott und der Welt einfach quatschen, alles drum und dran und die Leute antworten dir und man kann sich mal weiter unterhalten und alles drum und dran nebenbei ein bisschen machen und tun und so.
Alleine finde ich das tatsächlich sehr langweilig hier. Öde. Ja. Ist halt so. Und deswegen ist das gut, dass man es auch zu viert spielen kann und nicht nur zu zweit die ganze Zeit. Ich sag ja, ich spiele halt solche Multiplayer-Dinge da. Komm, ich zeig dir mal einen echten Hasen. Ich werde ihn jetzt stimmen. Alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, warum er da hinten steht gerade. Perfekt. Ich kann leider nicht sagen, wo lang. Ach, das war so ein Mini-Ding nur. Ne, das Feuer ist gut tot. Tatsächlich. Also, wenn solange jetzt nicht denke. Solange jetzt nicht irgendwie da das Haus abfackelt, ist das so eigentlich in Ordnung, weil wir haben ein bisschen Licht beim Bauen. Ich wollte gerade sagen, lass da komplett freien Lauf. Das Ding ist quasi komplett für uns. Und das soll jetzt nicht irgendwie sein, nur für mich oder so, weil es halt mein Server ist. Aber wirklich, jeder kann da seinen Kram machen. Wenn jemand sagt, der möchte da irgendwie, keine Ahnung, in ein Kinderzimmer reinballern, dann soll das gerne machen. Oder was anbauen oder so, keine Ahnung. Jedem selbst so überlassen. Das ist das Gute, wenn du also mit so vielen Leuten zusammen zockst. Kommen manchmal so die verrücktesten Dinge raus. Weil ich habe ja jetzt. Dann machen wir das hier vielleicht auch mal. Gucken. Ich habe zum Beispiel in den letzten Folgen hatte ich den Nils mit dabei, der heute jetzt nicht kann. Dafür ist die Anna jetzt zum Beispiel da, die vielleicht wieder komplett andere Ideen hat. Da noch was einzubauen. Und dann baut der Nils das nächste Mal wieder ein bisschen anderes Zeug. Oder es ist nochmal irgendwo jemand dabei, der was baut. Das ist jedem so. Ja, habe ich eben gemacht. Ich habe die Echsen mit Fallenbogen geholt. So, ich bringe jetzt mal gerade die noch mal ein bisschen Holz. So. Damit wir hier auch weiter bauen können. Oh, es wird wieder hell, das ist gut. Sehr gut. So, ich gehe zwischendurch mal kurz im Speichern. So. Gut, in der nächsten Dunkelphase könnten wir tatsächlich auch schlafen. Das war nur eine Anmerkung. Ja.
Ich gehe den gerade mal holen. Okay. ETF. So, dann hole ich jetzt mal den Zwägelchen, das hier. War mich vor. Ja, vor allem nachdem, wo die fallen. Wie viel brauchen wir denn überhaupt noch? 50. Schäm dich. Ja, ist vorbei. Ja. So, jetzt gleich wieder den Wagen bestücken. Das ist voll, ne? Verdammt. Jetzt sehe ich ja, wo ich hinfahre. Habe ich noch einen zweiten irgendwo? Der mal eben nur dahin kann. Ich glaube, es sollte mehr genug, also sollte genug Holz da sein. Ja? Was meinst du mit H? Yeah. Ich will jetzt uns einen echten Hasen zeigen. Ein Haustier. Oh, Alter, bin ich dran. Ich hab eine Katze. Also Kater. Darum ist es eigentlich richtig. Halte ich mal den Wagen mit. Da läuft übrigens wieder so ein mehrarmiges irgendwas rum. Ist gerade in Richtung des ersten Waldes. Ich habe nicht genau geachtet. Ich habe nur irgendwas gesehen, dass der auf dem Rücken irgendwas hatte. Dann der ist die Anführer. Dann kommt er zu euch wahrscheinlich, oder? Nee, das ist hier. Oder? Nee, das ist hier. Okay, alles gut. Der ist hinten Richtung den anderen Wald gegangen.
Oh, was ist Hier habe ich nicht nur schon? gewundert, was hier so knurrt. Ja, da läuft's doch. Jetzt in Richtung Haus, über den Steg. Pass auf, Yvonne, der kommt auf dich. Oder er hat mich angegriffen, weil ich kaum Energie habe. Ich glaube, wir sollten mal langsam so eine Bank bauen, wo man sich ausruhen kann. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst nicht fragen, wenn ihr irgendwas bauen wollt. Haut einfach rein, mein Gott. Alles gut. Weil jeder für sich selber so ein bisschen. An. Ne, Moment. Warte mal, ich gucke gerade. Aus. Aus, aus, aus. Alles gut. Bringt eigentlich dieses Totem zerstören überhaupt irgendwas? Außer das. Okay. Also ein so ein Vogelding ist schon fertig übrigens. Ich bin tatsächlich dabei. Na komm. Weg da. Weg, weg, weg. Ich habe es nur gesagt. Alles gut, passiert. Ich hab auch welche, wenn ich was will. Zweite Dinge auf dich.